Wasabi, meine Freunde, wir sind wieder in aller Munde und heute mit einem Süßigkeiten-Test. Freunde, folgendermaßen, ich war am Wochenende, war ich in Düsseldorf unterwegs und hab da ein bisschen Little Tokyo bzw. das Japan-Viertel ein bisschen erkundet und hab im Shop nach Süßigkeiten gesucht. Ich habe ein paar mehrere Sachen gefunden, deswegen werde ich das Video bzw. die Süßigkeiten in drei Videos aufteilen. Das heißt, in den kommenden Videos werdet ihr immer wieder ein paar japanische Süßigkeiten finden. Und ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Bevor es losgeht, möchte ich euch kurz noch was darauf hinweisen. Der Khan und ich, wir haben Instagram gestartet. Wenn ihr Bock habt, uns zu folgen, dann gebt da einen unter der Suche in aller Munde unterstrich official. Da findet ihr ein paar Fotos von uns oder beziehungsweise auch ein paar Videos hier. Mal als Beispiel. Boom. Das ist mit Snapchat-Filter. Oh, das haben wir ja mittlerweile jetzt auch. Da müsst ihr einfach nur suchen nach in aller Munde. Und das war's auch schon. Falls ich zu schnell geredet habe, einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Da findet ihr die Links. So, genug geredet. Dann wollen wir doch mal direkt anfangen. Was habe ich euch besorgt? Ich habe keine Ahnung, was ich euch besorgt habe, weil ich kann kein Japanisch, beziehungsweise ich habe mir sagen lassen, dass es Koreanisch ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das in Düsseldorf gekauft, wie gesagt, im Japanviertel. Und an der Kasse habe ich da ein bisschen zugeschlagen. Ich habe diese zwei Tüten. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, was da drin ist. Ich kann euch nur sagen, hier, das müssten Weingummis sein, weil es sehr weich ist. Also von der Konsistenz her. Und in dieser Tüte, also hier steht ja Beatles, die sind ein bisschen härter. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Skittles sind, also so in der Art. Und hier wurde es auch schon ein bisschen übersetzt. In dieser kleinen Flasche befinden sich Traubenzucker bzw. Bonbons drin. Ne? Zutaten, Traubenzucker und so weiter und so fort. Darauf gehe ich nicht weiter ein, denn wir wollen nur wissen, wie es schmeckt. So, was brauchen wir dazu? Ihr kennt das Spielchen. Unser Holzbrettchen. Ich fange doch direkt mal mit dem Traubenzucker an. Das machen wir als letztes. Ich habe nämlich eher Bock darauf, aber ihr wisst ja, das Beste kommt immer zum Schluss. Deswegen gucken wir uns mal die Bonbons hier mal an. Dann machen wir das Ganze doch mal direkt auf. Ja, wie geht das hier? Ah, hier ist ein Pfeil. Jo, da kannst du eine Abziehhilfe anscheinend oder auch nicht. Funktioniert nicht so gut. So. Komm, dann schauen wir doch mal. Freunde, ja. Ich packe doch mal hier kurz welche raus. Ich gehe stark davon aus, dass da keine Füllung drin ist. Und, aber aus Prinzip habe ich mein Messer hier mit dabei. Und wir schneiden das Ganze mal auf. Naja, wir riechen erstmal dran. Okay, es riecht nach gar nichts. Wenn man so in eine Dose reinriecht, ist es echt widerlich. Ne, so riechen tut es nicht so gut. Hoffentlich schmecken sie umso besser. Keine Füllung. Und dann würde ich mal sagen, probieren wir mal das Ganze. Ja, Traubenzucker. Sehr weich. Wie Traubenzucker halt so schmeckt. Wobei sie sind relativ süß und doch sehr weich. Moment, ich muss noch einen probieren. Ich weiß, man muss am Traubenzucker lutschen, aber das dauert mir zu lange, deswegen kaue ich am besten drauf. Die schmecken sehr gut, sehr süß. Ich habe schon mal Traubenzucker ausprobiert oder getastet. Das war nämlich von Tuglino, diese Bausteine. Link packe ich euch in die Videobeschreibung, da könnt ihr euch das Video mal gerne angucken. Die waren ein bisschen härter, waren nicht so süß. Also meine ich jetzt zumindest, ich habe es nicht mal so in Erinnerung, aber die sind wesentlich süßer. Guckt einmal meine Videobeschreibung nach, dann könnt ihr euch das Video mal anschauen. So, Schnelltest, dann geht's mal direkt weiter. Womit fange ich denn mal an? Sorry, Freunde, ich musste kurz das Video unterbrechen. Karl hat mich nämlich angerufen und gefragt, ob ich seine Süßigkeiten aufgegessen hätte. Nein, das habe ich natürlich nicht, Karl. Ich esse niemals deine Süßigkeiten auf. So, sorry. Dann wollen wir doch mal direkt weiter loslegen. Na komm. Egal. Ups. Verdammt.
So, dann kommen wir auch mal zu den anderen Sachen. Das tue ich erstmal hier zur Seite. Dann öffnen wir nochmal diese Gummibärchen auf. Und dann reißt das hier an der Seite auf. Ah! Ah, Kindersicherung oder was ist da los? Da, da haben wir es doch. Freunde, was haben wir da drin, ey? Wir haben Würmer! Oh mein Gott! Ja, okay, hätte ich mir auch denken können. Wir haben hier ein paar Gummibärchen. Sagt man Gummibärchen dazu? Weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall Fruchtgummis. Und die riechen auch nach den... es gibt ja auch andere Süßigkeiten, die auch so Regenwurmform haben. Ich weiß jetzt leider nicht, wie die heißen. Da müsste ich den Karl nochmal nachfragen, weil er ja da so der Gummibärchen-Typ ist oder Fruchtgummityp und ich esse eher gerne Schokolade. Da ist ja schon eins kaputt. Aufschneiden werde ich es nicht. Das sieht so stark nach Kohle aus. Guck mal kurz dran riechen. Ja, das riecht so schon. Ja. Dann werde ich das jetzt mal probieren. Sehr weich. Sehr süß. Wie Fruchtgummis halt schmecken. Also sehr, sehr lecker. Ja. Finde ich gut. Also ich muss jetzt sagen, von den verschiedenen Farben her schmecke ich jetzt keinen Unterschied raus. Es ist halt fruchtig. Aber ja. Ich meine, ich hätte dafür 1 Euro ausgegeben. Also für das kleine Päckchen hier, was war da drin? Auf jeden Fall ist relativ klein. Aber für 1 Euro kann man nicht meckern. Finde ich lecker. Kann man machen. Kommen wir jetzt zu den Beatles. Mal schauen, wie die schmecken werden. Die Verpackung geht schon mal leichter auf. Ich kann mal einen Riechtest. Also in die Tüten reinriecht, das ist total widerlich. Also riechen tun die auch nicht gut. Freunde, so, hier. Bin ich mal gespannt, was das hier ist. Ja, ich glaube, das sind... Ja, es geht in die Richtung Skittles. Ich habe erst gedacht, wo ich jetzt gehört habe, dass es vielleicht M&M's sind, also in die Richtung so mit Schokolade. Aber nein, ist es nicht. So, dann probiere ich mal noch einen. Ja. Freunde, das sind die asiatischen Skittles. Süß. Von der Konsistenz her gleich. Zitronengeschmack, das gelbe. Lecker. Dafür habe ich auch 1 Euro ausgegeben. Super. Super. Ich glaube, die meisten von euch kennen ja Skittles. Die bleiben ja auch immer so an den Gaumen hängen. Oder zwischen den Zähnen. Schmeckt super. Also schmeckt richtig gut. Und das war's dann auch schon wieder. Kurz mal ein Resümee. Wir haben einmal den Traubenzucker. Sehr süß. Dafür habe ich, glaube ich, 80 Cent ausgegeben. Lecker, Daumen hoch. Und dann die asiatischen Skittles. Super, also die schmecken 1:1 wie die originalen in Klammern. Also die originalen Skittles. Daumen hoch. Und wir haben einmal hier diese Regenwurm-Fruchtgummis. Auch sehr geil. Auch für 1 Euro gekauft. Also Video 1, das, was ich jetzt probiert habe. Daumen nach oben. Wie gesagt, Freunde, ich war in Düsseldorf unterwegs, im Japan-Viertel, da in Little Tokyo. Sehr geil, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video mit dem zweiten Teil. Da habe ich noch andere Überraschungen für euch gekauft. Bis dahin, ciao!